Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von RTL Biathlon mit mir, der Lena. Mein Handy vibriert gerade, egal. Wir haben das letzte Mal die Weltmeisterschaften abgeschlossen, noch wirklich sehr versöhnlich mit noch einem Weltmeistertitel. Und jetzt geht es wieder in den Weltcup nach Vancouver. Da führen wir ziemlich deutlich mit 59 Punkten Vorsprung. Das ist eigentlich schon fast ein ganzes Rennen. Ich glaube, es gibt 60 Punkte pro Sieg, oder? Naja, egal. Also wir haben einen guten Vorsprung. Wir können das ein bisschen versuchen zu verwalten. Ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht euch viel länger irgendwas ans Ohr, sondern starte einfach mal. Ah, da bin ich gespannt. Ja, die Strecke sieht ganz cool aus. Zwei gute Anstiege. Zwei kleinere. Könnte interessant werden. Minus 14 Grad. Boah, nee. Wir schießen nicht, das habe ich euch ja gesagt. Wir machen jetzt hier mal alles auf die Technik. Wir hauen jetzt alles auf Technik, da müssen wir noch ein bisschen nachholen. Und da haben wir jetzt 81,3, das ist super. Und da geht es jetzt los. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ist es Sprint oder Einzelwettkampf? Okay, war ein guter Start erstmal. Und dann bin ich mal gespannt, wie das auf der Strecke hier ist, wie konkurrenzfähig wir hier sind. Ich hatte jetzt wieder eine kleine Pause. Ihr wisst ja, ich nehme immer mal so ein bisschen so blöckeweise auf. Wir nehmen hier gleich mal den Bergspezialisten. Ja, viel sind wir nicht rangekommen, sehe ich. Ah, wir sind hier nicht so. Aber es geht. Geht es dann berg runter? Nee, sieht aus, als wenn es halt eine Kurve geht, eine Linkskurve. Ah doch, es geht runter. Wir können ein bisschen sprinten. Okay, gucken, wie die Kurven heute liegen. Ah, nein, nein, nein. Ach, jetzt geht's wieder nicht. Ich weiß nicht, warum der das manchmal macht und manchmal... Keine Ahnung. Irgendwie jetzt wollte er wieder überhaupt nicht lenken, obwohl ich an der Mauseinstellung nichts geändert habe. Keine Ahnung. Oh, jetzt kommt gleich noch so eine blöde Kurve. Ja, die ging aber. Bisschen beschleunigen. Ah, haben wir natürlich viel Zeit verloren durch den Fehler. Jetzt geht es hier noch in den zwei. Boah, das sind aber hier ganz schöne Anstiege, muss ich sagen. Das ist schon ordentlich. Nee, ich konnte gerade echt nicht. Ich habe echt nicht die Kurve bekommen. Da hat sie die Kurve nicht gekriegt. Also die Abfahrten hier sind ja krass. Boah, ich komme hier echt gar nicht klar gerade. Muss mal größere Schwünge machen, da geht es ein bisschen. Und der nächste Berg. Boah, das geht hier ganz schön auf und ab. Haben schon ziemlich einen Rückstand. Wir müssen also wahrscheinlich wieder fehlerfrei bleiben. Hier geht es wieder in die nächste Abfahrt, also wirklich... So, geht es jetzt schon zum Schießstand oder wo sind wir jetzt? Das ist eine ganz schön lange Strecke, oder? Kann das sein? So, jetzt. Oh je, und die zwei liegen noch und dann kommen wir jetzt gerade erst. Kein guter Auftakt heute. Oh Gott, der war knapp. Ah ja, ging so. Bisschen langsam. Der zweite war ein bisschen langsam. Hat mir da von der Schießzeit nicht so gefallen. Okay, wir sind 1,75 Sekunden zurück. Aber das war vor der Strafrunde wieder. Oder war das danach? Ach nein, 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 nein. Das musste Einzelwettkampf sein. Deswegen hat die Zeit relativ gestimmt. Und wir waren nur ein Stück zurück. Haha, es hat sich sogar gereimt. Wir müssen gucken, dass wir hier die Kurven besser kriegen, aber das war ja krass gerade. Da vorne läuft sie. Ja?
Ja, ich werde jetzt versuchen, das habt ihr ja schon mitbekommen. Ich hau jetzt täglich die Biathlon-Folgen raus, weil das gerade so das Einzige ist, auf das ich gerade wirklich sehr viel Zeit habe. Oh, das gibt's doch nicht. Ja gut, das ging. Obwohl ich das Licht gerade wieder verstellt habe. Ich schreibe echt eine Biografie darüber, Lena und das Licht. Aber das mit dem Steuern klappt jetzt wieder hier auf der Strecke überhaupt gar nicht. Weiß ich auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Okay. Wir hatten 3 Sekunden Rückstand gerade bei der Zwischenzeit. Also ich denke mal, Sieg wird schwierig. Und das Licht ist. Oh, jetzt habe ich kaltweiß. Oh nein! Das ist schlimm. Ich krieg die echt nicht rum. Sein Bullshit. Oh. Da muss ich echt nochmal gucken, woran das liegen kann. So, und jetzt geht's wieder gleich ins Schießstadion. Wir haben natürlich einen ordentlichen Rückstand. Versuchen hier mal noch ein bisschen Gas zu geben. Ja, die sind schon fertig mit dem Schießen. Nee, irgendwie nicht so. Nicht so meine Strecke. Aber gucken wir mal, was wir jetzt hier noch machen können. Oh nein, war der echt da vorbei? Nerv. Ja, das war's mit dem Sieg. Sonst hätten wir jetzt hier knappe 3 Sekunden Vorsprung gehabt. Aber ich bin zu ungeduldig irgendwie. Weiß ich nicht. Heute nicht so mein Tag. Mal gucken, ob es sich bei den anderen Rennen dann auch so durchzieht. Ich probiere es jetzt mal bei dem anderen Berg. Und versuche jetzt hier mal ohne Bergspezialisten hochzulaufen. Ja, die Kraft ist niedrig, ich weiß. Oh Gott, total übertrieben. Naja, das wird nichts mehr hier. So ein bisschen um die Kurve fahren. Ja, das geht. Oh, krass, haben wir jetzt viel verloren. Naja. Oh nee, ist nicht meine Strecke. Gucken wir mal hier vielleicht am zweiten Berg dann. Oh, und jetzt haben wir übelst viel Ausdauer verloren. Der linke Balken. Durch diese Harakiri-Aktion. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was reißen können. An diesem Anstieg. Ja, ist ja gut nur. Cool, da mal eine Sekunde aufgeholt und ich komme schon wieder hier raus. Ey, das ist doch zum Nerven, zum Nerven. Also Schießen ist echt nicht so meins irgendwie. Naja, laufen wir noch ein bisschen ins Ziel. Gucken, was es bringt. Nee, nee, das war nicht so. Ach doch, naja, immerhin Dritte geworden. Nicht schlecht. Gewonnen hat Linda Alsgaard aus Norwegen vor Bianca Rosolino aus Italien.
Wo ist denn unsere Konkurrentin, die Holmes? Und nur Zehnte geworden. Bin ich jetzt mal gespannt, wie das in der Meisterschaft aussieht. Ja, Zeit war mal eine Minute schon mal schneller, natürlich. Immerhin einen dritten Platz gemacht. Wir führen jetzt sehr deutlich, also mit 76 Punkten, also wirklich Glück im Unglück gehabt. Und gucken uns jetzt gleich mal das nächste Rennen an. Das ist jetzt der Sprint. Also fast das gleiche. Also in diesem Spiel ist es halt wirklich fast das gleiche. Ist halt schade, dass man maximal zweimal schießt. Und auch schade, dass es eigentlich keine Staffelrennen hier gibt. Das würde ich mir multiplayermäßig echt spaßig vorstellen. Okay, wir machen weit. Nein. Oh. Orientierungsprobleme auf der Tastatur kommen öfters mal vor. So. Ja, 84er Wert, das sieht ja schon gut aus. Guter Start. Ist die Strecke jetzt anders vom Verlauf her? Ich habe gar nicht geguckt. Aber ich glaube, der erste Berg ist sinnvoller für den Bergspezialisten. Aber ist mir zumindest jetzt so aufgefallen. Jawohl. Ja, so ist das okay. So ist das okay. Das ist schon hier. Oh nein, jetzt kommen wir in die doofen Kurven. Mann. Jetzt schon Angst. Können wir sprinten ein bisschen? Jawohl. Ordentlich Schwung. Oh, jetzt bin ich schon vorher hängen geblieben, ey. Na, nein. Ah, da gehen wir vorher raus, ey. Geht nicht anders. Ich komme um die Kurve nicht rum. Keine Ahnung, warum das auf manchen Strecken klappt und nicht. Und jetzt habe ich mein. Oh, jetzt habe ich alles hier weggeschoben. Oh, ich muss mir dann unbedingt mal was hinlegen. Seht ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Folge morgen. Biathlon kommt ja jetzt täglich. Das ziehen wir auf jeden Fall jetzt durch und mal gucken, ob die Konkurrenz noch ein bisschen stärker wird. Vielleicht mache ich noch eine zweite Saison dahinter. Vielleicht. Auch wenn wir jetzt hier gewinnen, aber es ist ja nicht so, dass wir hier so komplett dominieren, dass es sich nicht lohnt, nochmal eine zweite Saison zu spielen. Also eine austrainierte Athletin mal auf 100er werden wäre vielleicht auch mal nicht schlecht zu sehen. So, und es geht jetzt wieder. Und das Licht wird sich bestimmt gleich wieder ändern. Ich habe jetzt warmweiß. Ne, gerade ändert sich noch nichts. Ah, ich merke, wenn ich ganz große Schwünge hole, dann geht's. Also muss ich hier richtig schön ausholen und nicht wieder irgendwo an unsichtbaren Wänden festhängen. Bisschen Schwung holen, damit wir hier auch mit einer ordentlichen Geschwindigkeit um die Kurve düsen. Ja, was gibt's Neues bei mir? Ihr wollt ja immer ab und zu mal so ein paar Neuigkeiten wissen. Und zwar hatte ich letzte Woche Freitag, das war der 8. Dezember, hatte ich Post vom Amtsgericht. Und zwar, ich habe ja einen Antrag gestellt auf Vornamens- und Personenstandsänderung, damit das angepasst werden kann, damit ich meinen Namen auch offiziell ändern lassen kann. Und das Verfahren wurde jetzt eröffnet. Da war ich sehr zufrieden. Und da habe ich meinen ersten Gutachter gestellt bekommen. Und da werde ich wohl Mitte, Ende Januar meinen ersten Termin haben und mich dann dort vorstellen dürfen. Ich muss ja natürlich alles begründen, warum ich diesen Weg gehen will und warum ich keinesfalls so bleiben möchte, wie ich geboren bin. Und ja, das müssen halt Gutachter für mich erstellen. Ja, für mich dann halt das bestätigen, dass das auch wirklich so ist. So, erstmal wieder den Bergi. Genau, und ich brauche da zwei Gutachten für, damit das durchgeht beim Amtsgericht. Zwei unabhängig und den ersten habe ich jetzt gestellt bekommen. Wenn ich bei dem dann war und das Gutachten habe, wird mir dann der zweite genannt, zu dem ich dann noch fahren darf. Und wenn das auch positiv ist, dann dürfte das nicht mehr allzu lange dauern, hoffe ich. Die Sache ist die, eigentlich kostet das wirklich sehr viel Geld. Also komm doch, komm rum. Ah, ging noch mal gut.
Also der Geschäftswert dieses Verfahrens wurde auf 5.000 Euro festgelegt. Und solche Gutachten, ja, die sind schon im vierstelligen Bereich, im niedrigen vierstelligen Bereich natürlich, so 1.000 bis 1.005. Aber Lena war ja so klug und hat einen Prozesskostenbeihilfeantrag gestellt, der auch bewilligt wurde. Das heißt, ich brauche Gott sei Dank keinen Cent, also vorläufig, wenn sich meine Einkommensverhältnisse irgendwann mal ändern sollten, dann wird mich das Amtsgericht wahrscheinlich nochmal bei mir anklopfen wegen Rückzahlung. Aber erstmal muss ich nichts dafür bezahlen. Das heißt, es geht weiter. Und das finde ich echt toll. Also ich freue mich echt, dass das erstmal so geklappt hat. Komm schon, komm, komm. Oh. 6,6 Sekunden, naja. Nee, also da bin ich froh. Ich muss zwar nach Jena, ich wohne ja in Leipzig, aber da ist das ja nicht so weit. Eine Bekannte von mir, die musste zum Beispiel nach München von Leipzig aus. Was will man in München, ne, fragt man sich. Nee, da hätte man dann ja wirklich 2 Tage Urlaub nehmen müssen. So geht's mit einem ganz gut. Und das dadurch, dass das schon Mitte, Ende Januar ist, ist das auch ein sehr nahes Ziel. Und da zieht sich das vielleicht nicht ganz so. So, jetzt geht's erstmal zum zweiten Schießen. Da gucken wir mal, ob wir diesmal vielleicht mal fehlerfrei bleiben. Das hat uns ja im letzten Rennen, also ein Sieg nicht. Ich glaube, wir waren ziemlich weit, 14 Sekunden zurück oder so. Boah, ich bin übelst angespannt, ich weiß nicht. Aber es ging halbwegs mal gut. Okay, 7,7 Sekunden. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass ich überhaupt keinen Alkohol mehr vertrage. Gebt mir 2 Gläser Sekt und ich fange schon an zu singen. Echt schlimm, also. So, aber wieder ein bisschen zurück zum Biathlon. Wir versuchen uns jetzt mal hier ein bisschen ranzusaugen. Ein bisschen drüber können wir ja bleiben, damit der rote Bereich nicht ganz so dick wird. Ansonsten kann ich jetzt ein bisschen was sagen von dem Wochenende in Hochfilzen. Das habe ich mir natürlich angeschaut und habe mich natürlich dafür gefreut, dass Kaiser wieder in einer super läuferischen Form ist und sogar mal wieder eine Laufbestzeit, also Streckenbestzeit, also oh Gott, jetzt müssen wir halt so machen, geht nicht anders. Okay, das wird auch nichts mit dem Sieg. Wir sind leicht zurück, aber wir dürfen ja nicht lenken. Wir dürfen ja nicht lenken, das ist uns ja untersagt. Wir gucken mal, was wir jetzt hier noch retten können. Ja, fand ich cool. Also ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut und dass Kaiser jetzt auch das gelbe Trikot hat. Das war mir erst gar nicht so bewusst. Aber sie hat halt wirklich, also sie hat zwar noch nie gewonnen diese Saison, aber sie hat halt gute Einzelresultate. Ich glaube, schlechteste mal 6. Platz oder so. Ja, und natürlich Laura Dahmeyer ist zurück. Hat man natürlich ein bisschen noch gemerkt, da fehlen noch ein bisschen die Energie, die Körner. Gehen wir hier mal so ein bisschen in den Anschlag. Aber wir haben trotzdem noch 1 Sekunde Rückstand. Und das wird wohl nichts werden. Das wird wohl nichts werden. So, gibt es hier Windschatten? Dann saugen wir uns jetzt mal ran und versuchen mal vorbeizugehen. Reicht nicht ganz. Aber vielleicht Platz 2 mit viel Glück. Sie freut sich auf jeden Fall total. Da bin ich jetzt gespannt. Was haben wir? Oh. Oh nein, und auch hinter Holmes. Also wird es vielleicht doch nochmal spannend. Ja, wir sind läuferisch, fehlt es halt immer doch noch ein bisschen, obwohl wir eigentlich schon ziemlich gute Werte haben. Naja. Ja, wie gesagt, wir waren hier schon mal sehr viel schneller. Aus irgendeinem Grund.
Okay, ja, Meisterschaft bleibt, haben wir wenig Punkte verloren, 72 Punkte Vorsprung. Ich würde jetzt hier erstmal die Folge beenden. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal dann wieder beim Biathlon einschaltet und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss!